hier nochmal schauen. Da gab es die Wölfe. Es gab ein Dokument und es gab die Möglichkeit, auf beiden Seiten hochzugehen, die wir jeweils freischalten mussten. Okay. Es fehlt auch noch eine Stelle mit einem Überlebenspaket. Ich kann mir gut vorstellen, dass irgendwo noch ein Rucksack rumsteht. Aber die Karte haben wir bisher noch immer nicht gefunden. Ich hack mal hier noch ein bisschen rum, aber hier ist nichts. Okay. Weiter. Wo könnte ich etwas vergessen haben? Wo nur wo? Es leuchtet auch im Wald nirgendwo etwas. Immer überall mit X durch die Gegend laufen. Vielleicht hacken wir dann aus Versehen den Boden auf. Hab ich mich erschrocken. Ich dachte, jetzt kommt hier die Armee. Und die Tröte geht los. Das sieht eigentlich perfekt nach einem Überlebensversteck aus. Aber ich glaube, das hatten wir hier auch gefunden. Überall wird X gedrückt. Da kommen wir ursprünglich her. So groß ist der Wald eigentlich gar nicht hoch. Nee. Dann ist hier bloß noch die Runde. Machen wir auch nochmal alles mit X ab. Da war auch was versteckt. Habe ich gerade schon gesehen. Und dann geht's hier wieder hoch. Hier kann man nicht mal den Adlerblick einsetzen. Aber hier wieder. Nichts. Gar nichts. Das gibt's doch nicht. Schau dich nochmal um. Gerne auch auf der anderen Seite. Vielleicht haben wir da was vergessen. Vielleicht auch beim Eingang. Nee, dann sind wir schon wieder in der Sowjetanlage. Das zählt dann ja nicht mehr dazu. Gottloses Tal. Ich drücke überall X. Ich bin nur am X drücken. Beim Durchlaufen. Aber hier sieht es auch nicht wirklich so aus, als hätte ich was vergessen. Es wird wahrscheinlich irgendwo im Hexenhaus sein. Bei der Baba Yaga direkt. Da, wo wir gegen sie gekämpft haben. Ich hoffe es nicht. Aber ich rechne damit. Ist nicht zum Graben. Hier sieht es auch wieder danach aus, als wenn man hier was verstecken könnte. So ein Überlebenspaket. Ach, ihr wollt mich doch verhonebebeln. Ist hier was? Nö. War wahrscheinlich ein Dokument. Ich habe Angst, da abzustürzen. Das wäre nicht so schön. Dann gehe ich so rum zurück. Wie bin ich denn hier raufgekommen? Ah. Okay, kein Wunder. Hier ist auch gar nichts. Nirgendwo. Es ist unglaublich. Vielleicht hier unten. Ach Gott, das ist nicht mal Sand. Ich will euch auch jetzt nicht zu lange aufhalten. Es geht ja wirklich bloß noch um das Sammeln von zwei Dokumenten. Und zwei Überlebenspaketen. Aber offensichtlich haben wir nicht mal die Karte gefunden. Und die ist ja nun mal ein wichtiger Teil, um die Dokumente zu finden. Also irgendwo muss mir irgendwas abhanden gekommen sein, auch wenn wir überall waren. Ach Leute, so, das haben wir alles durch. Was, gehört das auch noch dazu? Ach so, das ist... Direkt am Basislager habe ich ein Überlebensversteck vergessen und zu dem komme ich nicht hin. Das sind die letzten beiden, die uns fehlen.
Und da fehlen uns bloß noch zwei Dokumente. Das ist garantiert irgendwo da drüben. Ich laufe da jetzt nochmal hin. Direkt am Basislager. Das heißt, wir porten uns hin und sind sofort da. Wir haben soweit alles abgeschlossen. Es fehlt doch nicht mehr viel. Hopp. Oder top. Komm hoch. Unten ist ein Seil gespannt. Ist auch interessant. Gut, Pöppi, lauf, porte dich rüber, hol dir das Überlebensversteck. Wenn wir schon nicht alle Dokumente finden, dann zumindest alle Überlebensverstecke. Vielleicht hat Baba Yaga, also Oma, selber noch eins. Ein Dokument versteckt in ihrer Hosentasche. Ach, guck mal, den Fähigkeitenpunkt. Genau, können wir auch noch einsetzen. Dann sind wir mit allem durch. Streubombenpfeil. Fertig. Es gibt keine Erfahrungspunkte, die wir mehr brauchen. Und ich wette, wenn wir das letzte Überlebensversteck finden, dann finden wir die Karte und dann wissen wir auch, wo die letzten Dokumente sind. Das ist ja irgendwo in diesem Eulenbau drin. Ich habe keine Ahnung, wie man da hinkommt und ob das oben oder unten ist. Ich rechne einfach mal damit, dass es ganz oben irgendwo ein Versteck gibt, in dem wir noch nicht waren. Wir konnten nirgendwo reintauchen. Es gab nicht die Möglichkeit, von der anderen Seite, von der Höhle aus dorthin zu kommen. Also muss es anders dorthin gehen. So, schnell das Überlebensversteck hier suchen. Ist das hier oder weiter unten? Nee, weiter unten. Viel weiter unten, oder wie? Ach, da geht's noch runter? What? Nee, ich wollte gerade sagen. Okay, hier war das Überlebensversteck, direkt beim Schalter. Damit kann ich umgehen. Alles andere hätte mich jetzt irritiert. So, und dann rein. Dokumente. Vielleicht da oben? Nee. Und auch so wird nichts angezeigt. Ich meine, wir begeben uns wieder rein. In den Tempel. Wir brauchen diese verdammte Karte. Pöppi, hast du manchmal die Karte? Nee, du liest ein Buch. Gut, wir müssen versuchen, nach ganz oben zu kommen. Ich will mich da mal umsehen. Ob es irgendwo einen Gang gibt, der nicht auf der Karte angezeigt wird, was natürlich ziemlich fies ist, aber... Hey! Es ist Tomb Raider. Guck mal, hier gibt es ja sogar ein Seil, das wir nutzen könnten. Wir müssen nach ganz oben... Hier sind wir allerdings schon ganz oben. Und von ganz oben können wir dann nochmal die Runde rumnehmen. Wir befinden uns jetzt auf der falschen Seite. Okay. Wenn ich das richtig sehe, gibt es sonst keine weitere Möglichkeit. Den Rucksack haben wir auch irgendwo in der Seitennische gefunden. Also muss es da auch noch eine Karte geben. Okay, lauf! Oh. Halt! Wenn wir dahin gucken, dann gucken wir auf die falsche Seite. Wir müssen dahin. Okay. Komm schon, lass hier die Karte sein. Lass hier die Karte sein. Wir sind doch nicht weit weg hier. Muss es doch irgendwo einen Rundgang geben, der mich dorthin führt. Da oben. Ha! Nicht richtig wahrgenommen. Hier ist er. Aber hier ist keine Karte.
letzten Dokumente. Vielleicht gibt es in diesem Teil hier gar keine Karte. Bei der Baba Yaga. Ich kann mir gut vorstellen, dass oben bei der Kordel noch irgendwas ist. Einfach nur, um einen zu ärgern. Auch ganz oben kommt niemand hin. Wir machen es folgendermaßen. Ich werde hier an dieser Stelle zwar den Part beenden. Danke euch vielmals fürs Ansehen von Baba Yaga. Vielleicht machen wir auch noch das Croft-Anwesen. Freut euch schon mal drauf, falls es der Fall sein wird. Und ich spiele euch ein, wo ich die letzten beiden Dokumente finde. Bis gleich. Ich bin der Letzte. Nadias Große, im Gulag voneinander getrennt, sind wieder vereint. Sie haben alle einen langen, beschwerlichen Weg vor sich. Seraphima hat so lange die Maske der Hexe getragen. Ich weiß nicht, ob sie je wieder ganz in diese Welt zurückkehren kann. Und Ivan hat davon geträumt, die Hexe zu töten und seine verlorene Liebe zu rächen. Und doch waren beide ein und dieselbe Frau. Diese Wunde, die er jahrzehntelang getragen hat, wird nicht über Nacht heilen. Sie sind Überlebende. Das sind wir alle. Aber es wird schwer werden. An manchen Tagen sogar unmöglich erscheinen. Ich weiß es. Wenigstens haben sie eine Chance. Jetzt, da wir die Wahrheit kennen. Es mag nicht genug sein, aber es ist ein guter Anfang.
Ich glaubte, ich hätte überlebt, um meine Folterer zu quälen. Doch jetzt quäle ich nur mich selbst. Ein solches Leben ist es nicht wert, gerettet zu werden. Kein Leben ist das. Neue Leute sind im Tal. Ich werde sie lehren, dass diese Existenz nicht wert ist, gelebt zu werden.